interessant, dass es wieder so ein Thema ist, was du in der Tagesschau nicht hörst. Nämlich jetzt neu, dass ich aus deutschen Medien nicht gesehen. Aber was ein Wunder. Ja, was ein Wunder. Was ist passiert? Kiew ist böse auf Ungarn, schon immer gewesen. Und die Slowakei auch, die ist ja auch böse mit Herrn Fico. Und es gibt ja noch die Druzhba-Pipeline, die Öl pumpt aus Russland durch die Ukraine nach Ungarn. Das hat ja Ungarn auch extra als Ausschluss aus den Sanktionen gehabt. Wir wollen weiter das billige russische Öl. Wir haben keinen Hafen, wir können keinen Tanker. Und das ist billiger und überhaupt. So, und das Öl kommt unter anderem vom russischen Ölkonzern Lukoil. Und jetzt hat die Ukraine kurz mal gesagt, ja, Lukoil, setzt jetzt mal Sanktionen, das Öl von Lukoil lassen wir nämlich nicht. So. Und das ist natürlich ein Problem, zum einen für Ungarn und Slowakei, weil ihnen das einfach fehlt. Müssen sie irgendwie ersetzen. Und es wird auch ein europäisches Problem, wenn es lange dauert. Weil die haben auch Raffinerien, mit denen sie Benzin und Diesel EU-weit verkaufen. Also das heißt, wenn das wirklich so bleibt und die Raffinerien in Ungarn und der Slowakei nicht mehr ausgelassen werden können, weil das Öl fehlt, das russische, dann werdet ihr das an der Tankstelle merken. Mhm. Weil das eben dann auch den ganzen europäischen Preis gibt. Ne? Das ist nämlich eben weniger Benzin da auf dem Markt. So, das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof, aber es stört keinen. Also ne, die EU sagt nichts dazu, die Medien berichten nicht. Und naja, aber Ungarn und Slowakei sind jetzt beide sehr deutlich und sagen, wer meint, er muss uns sanktionieren, der braucht nicht glauben, dass wir nochmal für die Finanzspritze stimmen. Also es kann jetzt sein, dass Ungarn und Slowakei ihre Vetos einlegen, wenn es um die nächste Überweisung für die Ukraine geht. Mal gucken, wer gewinnt. Wäre auch nur folgerichtig, oder? Ja, ich meine, also Kiew hängt komplett am Kopf des Westens. Gut, Ungarn ist jetzt nicht der Freund von Kiew und Slowakei auch nicht. Die sagen immer noch ja zu den ganzen Milliardenhilfe aus Russland. Lassen sie ja durch bisher. Mhm. Mal gucken, also ich bin wirklich gespannt, wer gewinnt. Weil die EU äußert sich auch nicht. Die EU tut auch so, als wäre nichts passiert. Also würde mich auch nicht wundern, wenn die EU dahinter steckt, nebenbei gesagt. Aber das ist ja Spekulation. Ja, bei dem engen Verhältnis. Mal gucken, wie die aber es ist wieder ein Thema, ne? Wo ist es in den Medien? Könnten wir ja zumindest mal als Meldung kriegen. Kommt doch nicht. Bei dem engen Verhältnis der EU-Kommission mit Kiew könnte man das ja fast annehmen, aber du sagst, das ist Spekulation. Ja, es gibt keine Hinweise darauf, dass die EU das, dass hinter der Kulisse gesprochen würde und die EU das gesagt hat oder dass Kiew erst gefragt hat und Brüssel dann gesagt, mach mal. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen, die Kiew hat den Hahn abgedreht. Und wir wissen, Brüssel meckert nicht. So. Und der Rest kann sich jeder denken.